Frau Holle in Pension, wenn die Lösung das Problem ist. Es gibt häufig Bereiche, wo sich Kinder auf der einen oder anderen Weise im Weg stehen. Und es ist, glaube ich, auch ein Bereich, wenn ich sage, Mensch, vielleicht ist manchmal das Problem auch immer mit einer Lösung hinten dran behaftet, wo ich sage, das Ergebnis meines Problems möchte ich behalten. Und wir schauen da mit den Kindern ganz genau hin, dass wenn ich zum Beispiel im Bereich der Glaubenssatzarbeit oder in bestimmten Problemstellungen, dass wir mal auch fragen, was ist das Gute am Problem, was ist der Nutzen hinten dran, aber dann auch zu schauen, Mensch, wie kann ich denn den Nutzen haben, wenn ich dann diesen hohen Preis vielleicht zum Beispiel nicht mehr durch einen hinderlichen Glaubenssatz zahlen muss. Ein Beispiel, wenn ich sage, oh, ich kann kein Englisch, so ein typischer Glaubenssatz, oh, ich kann sowieso kein Englisch, dass wir sagen, was ist das Gute daran, wenn ich mir immer sage, ich kann kein Englisch? Naja, das Gute ist daran, die Englischhausaufgaben sind schnell gemacht, die Englischhefte, die ein schlechtes Gefühl verursachen, bleiben in der Tasche, das heißt, es geht mir länger gut. Und ich kann immer wieder, habe ein Argument und einen Grund, warum ich mich um mein Problem vielleicht in dem Moment nicht kümmern muss. Der Preis ist hoch, spätestens in englischen Noten oder bei der nächsten Versetzung merke ich das dann. Und wir schauen dann mit den Kindern, wie kann ich denn dieses gute Gefühl trotzdem haben, ohne dass ich mir dafür sagen muss, ich kann kein Englisch. Und da schauen wir ganz genau hin, weil wenn das Kind sich immer sagt, ich kann lernen, wenn ich es will, ist die emotionale Grundlage eine andere, als wenn ich das Problem brauche, um meine Lösung aufrechtzuerhalten. Das ist ein typischer Coaching-Kontext, eine typische Coaching-Fragestellung, die wir Ihnen gerne zeigen in unserer Ausbildung, wo wir auch ganz genau hinschauen. Wir gehen in die Oberfläche, in die Tiefenstruktur der Sprache, wir gehen in sogenannte Wolken-Wort-Verknüpfungen, wir gehen in die Prozessketten und wir gehen auch wirklich in die Tiefe der Glaubenssatzarbeit, dass wir schauen, Mensch, was glaube ich mir wo an welcher Stelle und gerade an den Stellen, wo das Problem ja zur Lösung beiträgt und wie kann es das, damit es nicht mehr so ist. Wir zeigen Ihnen, dass wir erarbeiten, das ist ein wesentlicher Baustein unserer Ausbildung, wenn Sie sagen, Mensch, da habe ich Lust, meinem Kind so fundamental vielleicht auch die eine oder andere Möglichkeit mitzugeben oder mit Kindern zu arbeiten, weil wir brauchen, können Kinder das immer und Jugendliche auch. Und ich lade Sie ein, bewerben Sie sich auf einen der kommenden Ausbildungsgänge oder rufen Sie uns an, hinterlassen den Kommentar. Ich freue mich drauf, wenn wir uns vielleicht mal persönlich kennenlernen. Vielen Dank.